Da bin ich wieder. Das Künstlerpärchen Christo und Jean-Claude hat schon vor Jahren für Furore gesorgt, als sie unter anderem den Reichstag verhüllten. Und jetzt haben sie für weltweites Entzücken gesorgt, als sie den Central Park mit orangenen Toren ausstaffierten. Doch woher kam die Idee, ständig alles und jeden zu verhüllen? Ein Enthüllungsbericht, der in den 60ern beginnt, quasi 40 vor Christo. Amen. Der 12. Mai 1963 war für den kleinen Büroangestellten Christo ein schicksalhafter Tag. Christo! Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Sie sollen Ihre Frau nicht immer mit ins Büro bringen? Es reicht, Christo. Sie können einpacken. Und was machen wir jetzt? Hat er doch gesagt. Einpacken. Seit diesem Tag hatten Christo und Jean-Claude ihre Mission gefunden. Doch der Weg des Künstlerpärchens war steinig und sie mussten sich mit Handlangerdiensten über Wasser halten. Hier, kannst du mal mein Auto einpacken? Oh ja. Und, hast du mein Auto geparkt? Eingepackt? Nein, geparkt. Eingepackt? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist meine Frau Jean-Claude. Und so gingen die Jahre ins Land, ohne wirklich Erfolg mit ihrer Idee zu haben. Doch Christo und Jean-Claude gaben nicht auf und perfektionierten ihre Idee. Können Sie mir das bitte schnell anpacken? Ich hab's eilig. Klar, wie hätten Sie es denn gern? Ich hab da ein paar Vorschläge. Wir könnten das so machen oder so. Oder ich schleife oben oder links oder unten oder an der Seite. Oder wir nehmen grünes Geschenkpapier oder gelbes oder blaues. Und wenn wir Sponsoren finden, können wir doch den Reichstag einwickeln. Was ist denn das Bescheuertes? Das ist meine Frau, Jean-Claude. Trotz kleinerer Rückschläge ließen sich die beiden Ausnahmekünstler nicht beirren und hielten an ihrer Idee fest. Einmal Döner, 3,50. Dankeschön. Ich kann's auch einpacken. Nee, ist zum Hieressen. Ich kann's ihn einpacken. Nee, lassen Sie mal. Doch, ich kann's ihn einpacken. Ja, von mir aus. Dankeschön. Was sagten Sie, 3,50? Nee, 2 Millionen. Also, irgendeiner von uns hat hier einen an der Murmel. Das ist meine Frau, Jean-Claude. Ach so, na dann. Ja, dann 2 Millionen. Seit diesem denkwürdigen Tag sind die beiden gefeierte Künstler und haben einen Arsch voller Geld. Einen großen Wirbel gab es diese Woche auch um Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus, nur weil er überlegt hat, die ungarische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ich finde das sehr schlau von Lothar. Als Ungar spricht er schon jetzt ganz ordentlich Deutsch. Henry, weil wir gerade bei den Stars sind, hast du das neueste Gerücht schon gehört? Die US-Pop-Diva Jennifer Lopez ist angeblich schwanger. Ja, ich werde Papa. Und damit es unserem Kind. Und damit es unserem Kind an gar nichts fehlt, veröffentlicht J-Lo, wie ich sie gerne nenne, am Montag ihre neue CD. Und weil man nie genug Geld haben kann, wirbt sie ab heute für ein Produkt, das exakt auf sie zugeschnitten ist. Hi, ich bin Jennifer Lopez, oder auch J-Lo genannt, oder Jenny from the Block, oder Jenny the Bat, oder J.J. Lolo P, oder La Lopez Cool J.L., oder Jenny Lolo Poe. Und wie ihr wisst, bin ich nicht intelligent, aber dafür sehr oberflächlich. Ich achte sehr auf mein Äußeres, vor allem auf die Haut, weil die ist ja außen. Deswegen achte ich auch beim Toilettenpapier auf beste Qualität. Ich empfehle das J.Lo Poe Toilettenpapier für Leute mit großen Ansprüchen. Es macht rundum sauber und ist nicht so lästig wie diese kleinen Fusseldinger, die immer in der Arschritze stecken bleiben. Aber das Tollste ist, das neue J.Lo Poe Toilettenpapier gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, das neue J.Lo Poe Toilettenpapier. Geeignet für alle Riesenarschlöcher in der Branche. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie 50 cm Arschseide dazu. J.Lo Poe Toilettenpapier und Arschseide im Probierpack für nur 9,90 Euro. Jetzt im Handel. Sie
Sie sind die Stars in jeder Imbissbude. Kommissar Murat und Kommissar Ali von der Dönerpolizei. Nur selten kommen sie dazu, sich zwischen ihren zahlreichen gefährlichen Einsätzen mit einem schnellen Kebab zu stärken. Aber wenn, dann kann sie niemand mehr aufhalten. Beide sind fett krass die Dönerpolizei. Folge heute, Döner geht's nicht. Döner Bringdienst versorgt immer Dönerpolizei. Dönermeister fährt konkret korrekt den Wagen selbst. Doch böse Killer Lan hat Auftrag, den Dönermeister auf Dönerfließband zu entführen. Dafür hat sich selbst gebastelt Autoswiebelbombe mit extra viel Büms. Und tatsächlich fett krasse Büms stoppt Döner Bringdienst. Killer Lan schnappt sich Dönermeister. Hallo Chefin. Olums. Scheiße Dreck, hier, Dönermeister ist entführt worden. Alarmstufe Rot, finde den Dönermeister. Hörst du Murat? Macht schnell, ich muss Döner essen. Währenddessen bringt Killerland Dönermeister zu seiner Extraschaft, böse Chef. Alle, mach mir Döner. Mit viel Zwiebel und Kraut. Arschlecken. Hey, Arschlecken ist vollkühne Sprüche von Dönermeister. Dafür stirbt man gerne mal. Endlich finde Ali und Murat Dönermeister. Da ist er ja. Förster, was ist los mit Dönermeister? Ist der tot? Nee, der liegt nur gern unter Plane. Chefin? Ja, ist riesige Katastrophe. Nie wieder Döner. Dönermeister voll kaputt. Chefin voll am Trauern. Nicht traurig sein, Chefin. Wir haben neuen Döner Bringdienst. Hier, bestell dich was. Nein, fickt euch. Gibt es keinen anderen Weg? Doch, bringt mir Wasserkiller Lan lebendig. Nackt und in zartbitter Schokoladesauce. Doch Killer Lan haut mit Laster ab. Weil nur verfolgen ist langweilig. Murat hat eine super Idee. Ich hab super Idee. Endlich Action. Super Action. Sag mir, dass ich cool bin. Bin ich cool? Super cool. Aber ich seh nichts. Laber nicht. Ich spring jetzt voll auf den Laster. Näher, näher. Spring nicht. Ich habe Brücke bestellt. Trotzdem. Und wie bestellt, kommt Brücke. Aber Murat hat kein Brückenpassierschein und steigt aus. Bricht sich dabei voll fett krass die Eier. Zum Glück stoppt Brücke bösen Killerland. Aber Scheißendreck gestoppt. Ganz ohne Büms. Alle die Jungs werden alt. Wow, doch noch super Büms. Krass fette Entschuldigung an Ali und Murat. Alle ich schwör. Es heißt ja immer, Störche fliegen in den Süden. Ich selbst fliege auch oft in den Süden. Und glauben Sie, im Flugzeug hätte neben mir einmal ein Storch gesessen? Was machen eigentlich diese Störche, wenn sie im Urlaub sind? Ich glaube, dasselbe wie ich. Ja, ja, ja! Ja? Ja, gleich nochmal? Nee. Hast du gesehen, was sie gemacht haben? Das nennt man Liebe. Das will ich auch! Wir sind doch Männchen. Dann bin ich ein Poala! Ich finde, Koalas sind total süße Tiere. Was? Beiß mal in einen rein, die sind total bitter. Da hilft nur noch ein Susanne Kron Zucker mit dem RTL-Nachtjournal. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.